Der Prophet Avid sagte schon, Kalan wird die Reinen ins geheiligte Land bringen. Macht euch bereit. Ist dir klar, dass Eli fliehen will? Das will jeder Gefangene, aber niemand kann sich dem Griff unserer Suggestoren entziehen. Also verschwende deine Zeit nicht mit dem Gejammer dieser Subjekte. Jetzt wirst du nur noch Kalan dienen, bis zu dem Tag, an dem das Ungeziefer an deinem Fleisch nagen wird. Und der Schweiß auf deinem Rücken wird die Belohnung für ein gottgefälliges Leben sein. Dieses Subjekt, dieser Gefangene, hat seinen beschwerlichen Weg vom Banditen zu einem göttlichen Diener nun hinter sich. Gut, dass ich ihn ungestört in unsere Gemeinschaft integrieren konnte. Nun muss ich mich wieder meinen Aufgaben widmen. Auf bald. Wer nicht gehorcht, wird gefügig gemacht. Dein Gesicht. Kennen wir uns? Nein, ich muss mich irren. Aber eine innere Stimme sagt mir, dass ich jetzt gehen muss. Kalan ruft mich zur Arbeit. Leb wohl, Unwissender. Der Prophet wusste, was kommen würde, und er sprach mit ihm. Eli ist suggestiert worden. Er sollte tot sein und nicht in unserer Mitte. Aber jetzt kann man es auch nicht mehr ändern. Andernfalls riskiere ich, dass Suggester Balder mich ins Gebet nimmt. Zu dumm. Aber ich muss wohl damit leben. Wenn jemand versucht, mich zu perforieren, zähle ich auf dich. Du willst, dass ich deinen Mist ausbade? Nein, aber du hast das Kommando. Und du schleppst mich in die Höhle des Löwen. Mach dich locker. Zeig mir deine Ware. Alles klar. Das Vieh gestern hat mir fast den Arsch aufgerissen. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Das glaube ich nicht. Zu einfach.
Wer treibt sich hier herum? Wer treibt sich hier herum? Wer treibt sich hier herum? Ich muss mich konzentrieren! Was ist hier los? Hast du dich verlaufen? Silenzio. Was ist hier los? Was ist hier los? Was? Wie? Halt! Im Namen unseres Gottes, der Obrigkeit und meiner selbst, was ist dein Begehr? Wie oft willst du den Spruch noch wiederholen? Bis du begriffen hast, dass Unbefugte hier keinen Zutritt haben, bist du befugt oder was hast du hier zu suchen? Nichts weiter. Ich war im Begriff zu gehen. Dann lass dich nicht aufhalten. Kalan segne deinen Pfad.
Acht. Habe ich dich eingeladen? Ich habe, was du wolltest. Unglaublich. Jetzt kann ich endlich das Wort des Propheten ungefiltert erfahren. Du hast wirklich etwas gut bei mir. Wenn das so ist, zahl mich aus. Ich kann, was du für mich getan hast, nicht in Splittern aufwiegen. Dieses Werk ist unbezahlbar. Versuch es einfach. Naja, viel habe ich nicht bei mir. Meine Nahrung ist mein Glaube und die meisten Splitter habe ich gespendet. Ich hoffe, du bist hiermit zufrieden. Ach ja, sollte ich irgendetwas Interessantes in den Schriften entdecken, lasse ich es dich wissen. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. So leset die Schriften des Propheten. Wegen den Elex-Händlern hier im Hort. Ja? Ich vermute, ich kenne den Verdächtigen. Du hast also eine Vermutung, wer es war. Es muss Siegfried gewesen sein. Ist das so? Interessant. Damit habe ich nicht unbedingt gerechnet. Du hast dich um unsere Probleme mit dem Elex-Handel gekümmert, obwohl du genau weißt, dass wir dich nicht in unsere Reihen aufnehmen können. Für diesen Einsatz werde ich dich natürlich entsprechend belohnen. Die Kleriker sind dir zu Dank verpflichtet. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Wenn er wirklich der Verdächtige ist, dann wird er seine gerechte Strafe erhalten. Wenn dies geschehen ist, wirst auch du das versprochene Kopfgeld erhalten. Ich habe gehört, dass du jemanden des Elex-Handels bei Reinhold beschuldigt hast. Ja. Gut, gut. Ich bin froh, dass du dich entschieden hast, meinem Wunsch zu folgen und Siegfried zu beschuldigen. Ob er schuldig ist oder nicht, jetzt sollte ihm klar sein, dass mit mir nicht zu scherzen ist. Und was meine Belohnung bei dir angeht, betrachte uns als quitt. Hier, das möchte ich dir noch mit auf den Weg geben. Keine Fragen. Die Bedeutung erschließt sich dir noch. Andernfalls solltest du jetzt wissen, mit wem du es zu tun hast. Weitergehen. Ich hab zu tun.
Er liegt den ganzen Tag im Dreck herum. Das meint sie doch nicht ernst. Frank ist frei. Und ich nehme an, das haben wir dir zu verdanken. Korrekt. Es wundert mich zwar, dass du deine eigenen Leute hintergehst, aber es ist auch nicht unüblich für einen Outlaw. Elexit steht bei euch höher im Kurs als Loyalität. Hier, um den Verrat erträglicher zu machen. Verlass Tavar. Sofort. Willst du mir gerade einen Befehl erteilen? Ich warne dich. Ich bin nicht zum Scherzen aufgelegt. Das war kein Scherz. Du drohst mir? Das ist überaus unklug von dir. Du passt wirklich ausgezeichnet zu dem Duke und seinem Menschenmüll. Jetzt bezahlst du für deine Dummheit. Dich hol ich mir! Tja! Ich kann einfach nicht glauben. Wie kannst du das sagen? Hör nicht auf diesen albernen Kack. Ich kann jetzt nicht. So kann das doch nicht weitergehen. Ich kann jetzt nicht. So, so. Wie soll das alles nur enden? Er liegt den ganzen Tag im Dreck herum. Ich verstehe kein Wort. Steck die Waffe weg! Verfluchter Mörder! Wenn du deine Griffel bei dir lässt, kriegen wir auch keinen Ärger. Verstanden? Ich will dich hier nicht... Mach das ja nicht nochmal! Ja, verschwinde nur! Mach's gut. Einen Moment. Du wirst hier als Verbrecher gesucht. Melde dich umgehend bei William, wenn du nicht noch mehr Ärger willst. Die Schufterei muss mal ein Ende haben. Besser einen guten Freund verlieren als einen guten Witz. Wenn du glaubst, du kannst hier grundlos Leute angreifen und kommst damit durch, dann hast du dich geschnitten. Entweder du bezahlst deine Strafe oder du wirst mit den Konsequenzen leben müssen. Ich zahle meine Strafe. Das will ich dir auch geraten haben.
In meinem Fort bleibt nichts unbestraft. Und jetzt verpiss dich. Ich mag Neugier. Ja, lauf nur! Zeig mir deine Ware. Aber natürlich! Ich sag immer, lieber auf die Fresse geben, als auf die Fresse kriegen, ha? Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Das Biest kaufe ich! Je mehr ich mich auf diese Kuppel konzentriere, umso mehr erinnern sie mich an meine letzte Freundin. Die hatte ähnlich große Glocken. Ich mach das! Das Biest kommt mit mir!
Das Biest kauf ich mir!
Wie ich sehe, gehörst du jetzt zu meinen Leuten. Eine gute Wahl, aber ich warne dich. Bleib am Ball und lass besser nicht nach, sonst bist du schneller wieder draußen, als dir lieb ist. Verstanden? Also, willkommen bei den Outlaws, die wahren freien Menschen von Magalan. Also du bist dann wohl der neue Schlechter hier, was? Sieht so aus. Dann bist du mit Sicherheit hier, um eine neue Rüstung zu kaufen. Dann sieh dich mal um. Ich verkaufe dir allerdings nur Rüstungen, die deinem Rang entsprechen. Etwas Besseres gibt es nur für die Vollstrecker. Zeig mir deine Waren. Hier ist ein inverser Phaseninduktor. Ah ja, dann kriege ich endlich das Problem der Phaseninkonsistenzen gelöst. Okay, aber da fehlt noch was. Beeil dich, der Duke wartet. Da hast du deine Kreuzankerspule. Ist die denn auch konzentrisch? Sieht ganz so aus. Schön, es fehlt aber noch was. Hol es, schnell, wenn's geht. Schnell, schnell, aber schön langsam. Du bist in Ordnung. Hast du danach gesucht? Zeig mal her. Ja, ich denke, das dürfte es sein, was meinen Käufer interessiert. Ich selber habe zwar keinen blassen Schimmer, was genau darin beschrieben ist, aber das muss ich ja auch nicht. Du wartest sicher auf das Elixit? Korrekt. Den Großteil der Summe werde ich erst nach Abschluss des Deals bekommen. Aber unser gemeinsamer Freund war so großzügig, mir eine hohe Summe vorzuschießen. Und genau die hole ich dir jetzt. Du hast die Splitter nicht dabei? Natürlich nicht. Denkst du, so eine Summe schleppe ich die ganze Zeit mit mir herum? So dumm und lebensmüde bin ich nicht. Außerdem sagte ich dir bereits, dass du mir vertrauen kannst. Wenn du nicht warten willst, begleite mich einfach zu meinem Versteck. Warum hast du Bill angegriffen? Darum. Ach ja, schönen Gruß vom Müllbaron. Was erzählst du da? Hör mal, Alter, tut mir ja leid, dass ich dein kleines Geschäft gestört habe. Aber wenn der Müllbaron mir sagt, bring den Typen um, dann mache ich das auch. Deinetwegen entgehen mir eine Menge Splitter.
Erzähl das jemanden, den es interessiert. Ich habe hier nur meinen Auftrag ausgeführt, das ist alles. Wenn du ein Problem damit hast, geh zum Müllbaron. Ich bin fertig hier. Was sollte die Sache mit Bill? Ah. Du hast meine Nachricht erhalten und stellst jetzt die Preisfrage. Oder hat Bill etwa überlebt und dir meine Glückwunschkarte überreicht? Wie dem auch sei. Wenn ich mich recht erinnere, hast du mir anvertraut, dass William mich Mad Bob genannt hat. Er mag zwar seine Eier beim nächstbesten Pfandleiher abgegeben haben, aber dumm ist er nicht. Darum hat er dir auch sicher erzählt, mich nicht auf diesen Namen anzusprechen. Ich musste dir also auf diesem Weg klarmachen, was es bedeutet, mich so zu nennen. Aber betrachten wir die Sache damit als erledigt. Man soll mir ja nicht nachsagen, ich wäre ungerecht zu meinen Freunden. Und ich gehe stark davon aus, dass wir zwei weiter Freunde bleiben wollen, nicht wahr? Whoa!
Hier sollten wir nicht allzu lange bleiben. Weitergehen. Hier wird man dauernd angebaggert. Nee. Wenig Brauchbares in den Trümmern hier. Zeig mir deine Ware. Das Ding.